Er war angetreten, um als regierender Bürgermeister eine jahrzehntelange Vorherrschaft der SPD im Senat zu beenden. Berlin hat es nicht verdient, dass es mit diesen verschlissenen alten Regierungsführern gleichgesetzt wird. Und darum kämpfen wir Tag für Tag bis zum 10. Mai. 1981 erzielte die CDU 48%, eine nie wieder erreichte Stärke. Weizsäcker löste Hans-Jochen Vogel als regierenden Bürgermeister im Rathaus Schöneberg ab. Und übernahm damit auch die gleichen Probleme in Zeiten der Hausbesetzungen. Die Räumungen setzte Innensenator Heinrich Lummer um. Weizsäcker musste die harte Linie politisch mittragen. Dann ist der Moment gekommen, wo wir in Verantwortung gegenüber dem ganz überwiegenden Teil der Berliner Bevölkerung diese Gewalteskalation nicht länger zulassen dürfen. Doch die Härte der staatlichen Gegengewalt entsprach nicht seinem Denken. Die selbst gelten als liberal-konservative, als konservativ-liberale. Und ich weiß nicht so genau, ob diese Begriffe überhaupt zulässig sind. Ich weiß auch nicht so genau. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist. Was Weizsäcker auszeichnete, brachte der Kabarettist Wolfgang Neuss in einer SFB-Talkshow auf den Punkt. Habt ihr schon mal einen intellektuellen Politiker behalten, ihn, ihr Idioten? Ihr Idioten! Weizsäcker pflegte die internationalen Beziehungen Berlins, besonders zu den Westalliierten. Hier beim Besuch Ronald Reagans 1982. Und er reiste selbst viel, ob nach Jerusalem zu seinem Amtskollegen Teddy Kollek oder ins Weiße Haus zu Bush Senior. Er besuchte auch den direkten Nachbarn Erich Honecker in Ost-Berlin. Doch der Kommunist und der Freiherr blieben sich menschlich fremd. Der Mensch Weizsäcker war Philosoph, Humanist und wollte sogar einmal Sänger werden. Ich habe viel und gern gesungen. Und er hat auch viel und gern Fußball live gesehen, auch mal mit Helmut Kohl. 1983 kündigte er an, für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Enttäuschung in Berlin. Doch Weizsäcker wollte einen Koffer in der Stadt behalten. Ich möchte einfach am Leben in Berlin in Zukunft auch selber immer wieder teilnehmen. Und er trat eine zweite Amtszeit an, als erster Bundespräsident in einem geeinten Deutschland. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Ein Staatsmann, dessen Aussagen und Aura einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und zu einem starken Mann gehört oft auch eine starke Frau. Noch einmal Wolfgang Neuss, Zwischenruf. Hast du schon drüber gesprochen? Richtig. Marianne, hörst du mich? Mit seiner Frau Marianne war er über 60 Jahre verheiratet. Richard von Weizsäcker starb im Alter von 94 Jahren im Januar 2015 in Berlin.